Wir sind an unserem ersten Zwischenstopp angekommen, stehen hier wundervoll an dem See. Alles gut, die Nacht ist gut verlaufen. Jetzt waren wir gerade bei der Post, denn wie viele von euch vielleicht wissen, Julie hat ja immer noch so einen Etsy-Shop, wo sie ihre Makramee-Sachen verkauft, auch einzelne Armbänder, wie auch das Material für Armbänder zum Knüpfen. Und ja, das verlinken wir euch auch mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Also sie verschickt auch von unterwegs aus. Das heißt, jetzt sind wieder ein paar Päckchen rausgegangen gerade an euch und kommen hoffentlich demnächst bei euch an. Ja, da sind die Flamingos. Ja. Und da? Da ist ein Straßenhund, ne? Siehst du den auch? Ja. Klatsch, klatsch, klatsch. Wir hatten diese Nacht wieder einen wundervollen Stellplatz. Hinter mir Fridolin, wieder direkt am Wasser und gegenüber ist quasi Thessaloniki. Also wir stehen quasi wirklich gegenüber von Thessaloniki. Hatten eine wunderschöne Anfahrt hier, haben Flamingos gesehen ohne Ende. Julie hat schöne Fotos gemacht, wir haben schöne Aufnahmen gemacht und ansonsten haben wir noch zwei andere Besucher, zwei Straßenhunde. Ist natürlich immer nicht so schön anzuschauen, dass man hier so viele Straßenhunde sieht. Aber auf der anderen Seite sind sie super lieb. Die wollen natürlich am Anfang immer ihr Revier verteidigen, sind ordentlich laut. Aber wenn man denen dann doch entgegengeht, vorsichtig natürlich, dann sind sie doch plötzlich ganz, ganz ruhig. Und ja, die beiden haben hier sozusagen bei uns heute die Nacht verbracht. Ansonsten ist es so, dass wir bei IKEA nicht das bekommen haben, was ich mir gewünscht habe. Die hatten das tatsächlich da hängen, aber hatten das nicht auf Lager. Das heißt aber, dass wir fahren jetzt nach Thessaloniki rein und da gibt es auch IKEA und da werden wir dann nochmal gucken und mal schauen, ob ich euch dann zeigen kann, was wir so vorhaben. Und ja, für uns geht es jetzt Richtung Thessaloniki weiter. An unserem nächsten wundervollen Spot angekommen, da vorne ist das Meer. Wir sehen den Flughafen quasi schon von hier. Da müssen wir Marie in 2 Tagen abholen, in 1,5 Tagen. LT steht hier. Und jetzt sage ich euch mal, was wir bei IKEA gesucht haben. Und zwar haben wir ja da vorne so ein, ich nenne es jetzt Apothekerschrank, ist kein Apothekerschrank, einfach so ein Schränkchen. Das haben wir uns schon 2020, glaube ich, auf der letzten Europareise da angebaut. Finde ich sehr, sehr schön. Und da drüber, wie ihr seht, haben wir so ein bisschen Kuddelmuddel. Das ist natürlich cool. Julie hat da so ein Makramee gemacht und sowas alles. Sieht auch richtig schön aus. Allerdings ist das Problem, dass man das nie ordentlich halten kann. Also natürlich, man kann versuchen, da immer aufzuräumen und jedes Mal irgendwie, aber man stopft da doch immer mal wieder was rein und so. Und ihr seht schon den Unterschied von unten nach oben. Der Schrank unten ist halt immer zu und es ist wirklich perfekt. Dafür haben wir extra so Schatullen. Da passt alles vernünftig rein und so. Da ist alles vernünftig wegsortiert. Und naja, das wollten wir jetzt eigentlich so machen, dass wir sagen, wir kaufen uns noch mal diesen gleichen Schrank und packen ihn da drüber. Leider ist das Problem, dass es den bei IKEA nicht mehr gibt. Also der ist out of stock, sagt der zu uns. Und wir haben den in einer anderen Farbe gefunden, in so einem dunkelbraun. Aber wie sieht das aus, wenn hier unten jetzt ein heller Schrank ist und da drüber der gleiche Schrank, ja, in dunkelbraun. So, das heißt, wir mussten uns einen anderen Schrank aussuchen. Haben wir jetzt auch getan, sogar mit so einem kleinen Spiegel dran. Den baue ich jetzt zusammen. Versucht den da oben ranzuhängen. Also wir hoffen mal, dass das alles vom Maß her passt. Wir haben das alles ausgemessen. Und nicht nur das, sondern ihr kennt wahrscheinlich von IKEA alle diese Schuhträger oder dieses Schuhregal. Das ist so ein ganz einfaches aus Plastik. Wir haben auch das 2020 auf der Europareise, habe ich hier was zusammengeschustert. Sieht schon übelst dreckig aus und so. Das will ich auch erneuern, weil auch da passen nur, glaube ich, maximal zwei Paar Schuhe rein und das nervt einfach, ne? Und du kannst da irgendwie nicht so richtig mit rumhandeln und so. Dann sieht es halt auch unordentlich aus, weil es halt dementsprechend offen ist.
irgendwie ist das alles noch nicht optimal. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, beziehungsweise jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ich kann ein bisschen basteln, habe Bock ein bisschen zu basteln. Und das nehme ich mir jetzt vor. Da werden wir was Vernünftiges draus machen. Jetzt haben wir den Schrank und auch den Schuhschrank angebracht, sind auch schon ein paar Kilometer tatsächlich gefahren. Wir mussten hier noch zusätzliche Magneten und so einen Türschnapper anbringen, damit die Tür auch zu bleibt. Der Schrank hier unten hatte von Haus aus schon so richtig schöne zwei Magneten. Der fährt ja schon ein paar tausend Kilometer mit uns. Hier auch jetzt wirklich ein paar Kilometer abgerissen. Ihr seht, alles sieht einfach ordentlich aus, sobald die Tür zu ist, sowieso. Und ja, ein kleiner Spiegel ist auch noch dran, richtig, richtig cool. Das macht den Raum irgendwie auch noch ein bisschen größer. Also immer wenn man natürlich so einen Spiegel hat, macht es den Raum irgendwie automatisch auch ein bisschen größer. Also wir sind richtig happy damit, mit dem Ergebnis. Dann hier auch überall diese Kisten drin, sogar noch leere Kisten. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen Platz. Die gleichen Kisten sind hier unten quasi auch drin. Das war schon von vornherein immer so. Und ja, so sieht das jetzt richtig gut aus. Wir sind happy mit dem Ergebnis. Es sieht wesentlich aufgeräumter aus und auch mit den Schuhen. Wir haben wesentlich mehr Platz für Schuhe. Und ja, jetzt passt alles und wir können so weiterfahren. Ich habe jetzt gerade noch mal nach den Glühlampen gefragt. Das sind relativ spezielle für den LT, weil der halt einfach so alt ist. Die hatte er tatsächlich hier. Die haben wir in Deutschland im Baumarkt oder irgendwo anders nicht gefunden. Jetzt sollte ich pro Lampe 3 Euro bezahlen. Jetzt konnte er mir das Geld nicht wechseln und er wollte mir die jetzt umsonst mitgeben. Jetzt hole ich natürlich noch mal Kleingeld und zahle ihm die. Und dann geht's weiter. Heute ist Sonntag und heute werden wir meine Schwester vom Flughafen abholen. Denn die wird uns jetzt für 4 Tage besuchen kommen. Wir haben uns schon frisch gemacht, beziehungsweise Zoe und ich. Nino ist jetzt auf dem Weg dahin. Und ich werde jetzt noch 4 offene Bestellungen bearbeiten und da nehme ich euch jetzt mal mit. So, nachdem wir jetzt Marie eingesammelt haben, füllen wir hier jetzt noch Wasser auf. Wir standen hier auf so einem Parking-Stop in der Nähe vom Flughafen, haben jetzt glaube ich 12 Euro die Übernachtung bezahlt, also alles wunderbar. Können hier jetzt nochmal Wasser auffüllen und dann geht es ein kleines Stückchen weiter. Wir werden uns natürlich in der Nähe von Thessaloniki aufhalten, weil Marie muss in 4 Tagen ja wieder zum Flughafen. Das heißt, dann müssen wir eh wieder zum Flughafen zurück. No, you don't have to lie to me. Don't feel your head with things and think you're free. I can smell the fear, I think you made clear. Da wollten wir gestern schön an den Beach fahren, das Wetter noch mal ordentlich genießen, weil das Wetter war richtig gut gestern. Zum Glück ist es das heute auch noch, denn wir haben den halben Tag damit verbracht, Fridolin wieder zum Laufen zu kriegen. Das Problem war, wir sind gefahren, standen plötzlich waren an einer Ampel und ja, das Auto ist dann einfach ausgegangen. So, wir sind noch auf einen Parkplatz gerollt. Ich habe natürlich erstmal alles kontrolliert, habe geguckt, was los ist, habe gemerkt, dass die Ladespannung nicht korrekt ist und auch die Batteriespannung nicht. Ist natürlich richtig blöd, weil wir haben uns gerade eine neue Batterie gekauft und ich hoffe, wir kriegen die nochmal wiederbelebt, aber ich denke, das sollte kein Problem sein bei einmal. Und jetzt habe ich die wieder ein, zwei Stunden hier verbracht und habe versucht, den Fehler zu finden. Ich habe irgendwie gedacht, dass es an Korrosion liegt, weil ich hatte an der Lichtmaschine die richtige Spannung und an der Batterie eben halt nicht und hatte irgendwo unterwegs einen Spannungsabfall. Ja, dann habe ich alle Kontakte mir angeguckt, alle Kabel mir angeguckt und so weiter und so fort, habe das alles schön von Korrosion befreit und so, habe jetzt aber etwas anderes festgestellt. Und zwar ist es so, dass die Vorglühanlage, die glüht dauerhaft. Das heißt, ich drehe den Zündschlüssel um, normalerweise glüht er ja irgendwie 30 Sekunden oder sowas oder eine gewisse Zeit und fällt dann wieder ab und lässt das Glühen nach. Das Problem bei uns ist, das Vorglührelais war die ganze Zeit angezogen oder ist die ganze Zeit angezogen
ja, hört nicht wieder auf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Vogelrelais kaputt ist. Und dadurch hat man natürlich auch einen gewaltigen Spannungsabfall. Und die Lichtmaschine kriegt das gar nicht hin, die Batterie nachzuladen. Ja, weil die Glühkerzen einfach so viel Energie ziehen. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt werde ich das manuell bedienen, falls wir es überhaupt brauchen. Es ist ja nicht so super kalt. Und dann werden wir uns irgendwie unterwegs nochmal ein Vogelrelais besorgen und hoffen, dass das dann damit funktioniert. Ja, aber so können wir auf jeden Fall jetzt erstmal weiterfahren. Ich lasse die Glühkerzen quasi jetzt einfach ganz ab, dass uns nicht hier die ganze Zeit die Energie geklaut wird. Und dann hoffen wir mal, dass die Batterie wieder vollgeladen wird. Also ihr Lieben, gestern und vorgestern waren wirklich, wirklich anstrengende Tage, muss ich einfach mal ganz offen und ehrlich sagen. Gestern bin ich hier komplett ausgerastet, aber jetzt ein bisschen mehr zur Story. Wir haben Marie, also Julies Schwester, wieder zum Flughafen gebracht, die ist wieder nach Deutschland geflogen. Dann haben wir uns entschieden dazu, nach einem neuen Vogelrelais zu suchen und auch nach einer neuen Lichtmaschine, weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwie hier Spannungsprobleme habe und Probleme habe, die Batterie zu laden und so, dann möchte ich das einmal getauscht haben. Die Lichtmaschine habe ich selber nämlich noch nie getauscht hier im Fahrzeug. Und ja, dann sind wir los Richtung Thessaloniki, also in die Innenstadt rein. Wir haben uns schon vorher tatsächlich sogar was organisiert, also dass wir wussten quasi, dass es eine Lichtmaschine geben wird. Und ja, dann sind wir natürlich mit Fridolin, also mit unserem Wohnmobil rein und wirklich keine Chance. Also es war das erste Mal, seitdem wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, dass wir keinen Parkplatz gefunden haben. Sonst, wir haben auch versucht, ein bisschen abseits zu parken und sowas alles. Wirklich null Chance. Dann sind wir wieder weggefahren, weil wir so angepisst waren. Dann habe ich mir nochmal ganz in Ruhe einen Platz gesucht, der nochmal ein bisschen weiter außerhalb ist, damit ich halt mit dem E-Bike dann reinfahren kann nach Thessaloniki. Und ja, das haben wir dann tatsächlich auch noch gemacht. Dann bin ich reingefahren wieder, habe tatsächlich meine Lichtmaschine und auch das Vogelrelais bekommen. Aber jetzt geht's erst richtig los. Habe ich quasi einen Tag darauf, also gestern, angefangen, wollte ich die Lichtmaschine ausbauen und die neue einsetzen. Das Vogelrelais habe ich natürlich direkt eingesetzt. Das hat wunderbar funktioniert. Das funktioniert auch wunderbar. Aber zur Lichtmaschine. Ich bin gestern hier wirklich fast ausgerastet. Also ich bin ganz froh, dass ich die Kamera nicht draufgehalten habe. Einige mögen das ja, glaube ich, ganz gerne so mal sehen. Aber ich sage euch eins, ich habe hier rumgebrüllt wie ein Wilder. Also ich stehe hier natürlich schön am Strand und so, habe nur meine drei Werkzeuge dabei. Dann passte die neue Lichtmaschine nicht in den Halter von der alten Lichtmaschine. Dann habe ich angefangen, ungelogen mit einer Nagelfeile ein bisschen was abzufeilen von der neuen Lichtmaschine. Also ich glaube wirklich, dass es die richtige Lichtmaschine ist. Die sieht 100% gleich aus. Die ist ja, das ist eine überarbeitete, also es ist keine neue, sondern die werden immer ja so refurbished mäßig, dass alle Teile ausgetauscht werden, die irgendwie kaputt gehen könnten. Und ja, dann habe ich sie irgendwann reinbekommen, mach die Schraube rein von dem Halter und so, und plötzlich sehe ich, oh nein, der Riemen passt überhaupt nicht auf die neue Lichtmaschine. Was bedeutet das Ganze? Der Riemen sitzt ein bisschen weiter, oder der Riemen, die Riemenscheibe sitzt etwas weiter rechts, also die ist etwas weiter raus bei der neuen Lichtmaschine. Dann wollte ich natürlich bei der alten Lichtmaschine die Riemenscheibe einfach abbauen. Das hat auch nicht funktioniert. Das heißt, ich habe die neue Lichtmaschine jetzt wieder ausgebaut, habe die alte wieder eingebaut. Und jetzt werde ich irgendwo zu einer Werkstatt fahren und das Ganze tauschen lassen. Also das, nur die Riemenscheibe an sich und dann die neue verbauen. Ja, ansonsten geht es jetzt für uns weiter. Wir erwarten noch ein Päckchen bei einem Megastore, wo wir das hingeschickt haben. Und da geht es für uns jetzt hin, denn da wartet das nächste Projekt auf uns. Aber seid auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, es war krass viel Arbeit und es hat super, super genervt gestern, muss ich wirklich mal gestehen. Dann hat man nicht das vernünftige Werkzeug hier. Ich habe keine Flex dabei, ich habe keinen Schlagschrauber dabei und so weiter. Sonst hätte ich die Riemenscheibe auch locker selber tauschen können. Nur so ist es jetzt nun mal. So ist man unterwegs, so bleibt es aber auch spannend tatsächlich, einfach unterwegs zu sein. Und ja, die alte Lichtmaschine, sie lädt ja noch, aber halt wirklich, ich bin der Meinung, mit zu wenig Spannung. Deswegen einfach die neue Lichtmaschine. Und wenn man eh mal dran ist, habe ich gedacht, komm, dann mach das Ganze einfach mal
Und ja, das sollte so sein. Wird jetzt auch noch geschehen. Allerdings nicht gestern oder auch nicht heute wahrscheinlich. Und jetzt geht's auf zum nächsten Projekt. Das zeige ich euch dann. Ich möchte noch mal ganz kurz betonen, wir stehen hier am Strand. Es ist wundervoll. Es ist natürlich nur so eine situationsbedingte Aufregung. Alles andere rundherum ist mega geil. Also ich kann euch wirklich empfehlen, Nebensaison Griechenland. Also hier sind jetzt hinter uns zum Beispiel ohne Ende Bars komplett am Strand lang. Die sind alle zu. Und ja, wir haben hier quasi den ganzen Strand für uns alleine. Es kommen hier sogar Einheimische immer vorbei, begrüßen einen ganz nett. Ich habe gestern mit ein, zwei Leuten auch gesprochen auf Englisch. Der eine fragte, ob alles in Ordnung ist, weil ich hier so rumgebastelt habe. Also wirklich die Mentalität von den Leuten und so, einfach mega krass. Und warum es mich einfach so aufregt ist, weil man einfach zu Hause oder irgendwo in einer Werkstatt, wäre das überhaupt kein Problem, so eine Arbeit durchzuführen. Und das wäre ruckzuck gemacht. Und ich saß hier gestern bestimmt, ich glaube, 3 Stunden dran, um so eine blöde Lichtmaschine da irgendwie reinzukriegen und im Endeffekt festzustellen, dass sie nicht passt, beziehungsweise dass der Riemen nicht passt. Und was soll ich sagen? Natürlich hätte man das viel früher auch sehen können, habe ich aber nicht. Wir haben nach Fahrzeugschein bestellt und haben gekauft und der sagte, das passt alles. Und wie gesagt, die Lichtmaschine an sich und auch die Anschlüsse und sowas, die passen alle. Nur der Riemen läuft halt dann halt nicht gerade. Wir sind jetzt beim Camping Megastore angekommen. Ich werde euch den mal unten in der Videobeschreibung auch verlinken. Warum? Falls ihr nämlich hier seid, irgendwo in der Nähe von Thessaloniki, können wir euch das wirklich nur wärmsten ans Herz legen. Hier kann man auch stehen, hier kann man frei stehen, also hier kann man kostenlos stehen. Wasser ist hier, Waschmaschine für 50 Cent ist hier, Dusche allerdings nur kalt. Und wie gesagt, wir haben uns ein Paket herschicken lassen, was jetzt schon wieder, wir haben ja erst hatten wir ja schon ein Paket uns zuschicken lassen. Und zwar ist folgendes Problem. Wir haben ja den Boiler, den habe ich in den letzten Folgen irgendwo schon mal repariert. Und tatsächlich ist jetzt aber das Problem, dass der Boiler einfach nicht mehr angeht. Das heißt, die Flamme kommt, die Pilzezündung zündet und normalerweise sollte die Pilzezündung aufhören zu zünden, weil der Flammenwächter quasi die Flamme erkennt sozusagen, so will ich es jetzt mal salopp ausdrücken. Und ja, das Ganze funktioniert leider nicht mehr. Ich habe auch bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob mir Leute helfen können oder so. Da haben sich einige wirklich gemeldet und es scheint so, dass die alte Platine kaputt ist und die Steuerplatine. Und bevor ich da jetzt irgendwie ein Bauteil herausfinde, was kaputt ist, gerade hier unterwegs, haben wir jetzt Folgendes gemacht. Wir haben uns einen Boiler neu gekauft, eigentlich genau den gleichen Boiler, nur ein paar Jahre jünger. Unser Boiler ist von 1985 und der Boiler ist jetzt von 1993. Der hat eine etwas neuere Steuerung drin, sage ich mal. Und ich hoffe, dass das jetzt alles einwandfrei funktioniert. Einmal Plug and Play da sozusagen reinpasst. Das Ding ist nämlich einfach, dass wir sind ja mit Kind unterwegs, mit kleinem Kind. Und wir stehen gerne frei und so. Und wenn man einen Boiler an Bord hat, dann möchte ich auch einfach, dass er funktioniert. Also uns fehlt jetzt sozusagen ein bisschen das warme Wasser. Klar könnte man jetzt einen Topf nehmen und da warmes Wasser machen und mischen und so. Aber wir haben ja den Boiler. Deswegen jetzt den Boiler Gebrauch gekauft über eBay Kleinanzeigen, hab mir den sozusagen uns den herschicken lassen und den baue ich jetzt ein. Hoffen wir mal, dass alles einwandfrei passt und dass der Boiler dann natürlich auch funktioniert. Das werde ich euch jetzt gleich aber auf jeden Fall mitteilen. Für Zoe zu Weihnachten von Oma und Opa. PS, wenn ihr zurück seid, bekommt sie und ihr noch etwas Schönes. Darüber reden wir noch. Liebe Grüße. Okay, das ist eine Überraschung. So, der Boiler an sich. Da ist das Bedienteil. Ja, hier ist noch was anderes. Da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall sehr gut eingepackt. So, der alte Boiler ist jetzt raus. Steht da. Hier ist natürlich gerade alles super wüst, ist klar. Frau und Kind liegen oben im Bett und ich baue hier den neuen Boiler ein. Der neue Boiler steht schon da unten drin, aber bevor ich den jetzt fertig montiere, kam ich jetzt an eine andere Sache sehr, sehr gut ran. Und zwar den Alpfilter, den nutzen wir ja schon seit Anfang an eigentlich, damit wir aus dem Wasser, aus dem Tank Trinkwasser machen können sozusagen, was wir ohne schlechtes Gewissen trinken können. Und in dem Zuge habe ich uns einfach nochmal komplett die ganzen Filter neu gekauft und auch den Vorfilter jetzt mal bestellt. Den hatten wir bisher nicht drin. Das sind so, einfach nur nochmal für den groben Dreck, glaube ich, so Pads. Die kommen nochmal vor den Alpfilter sozusagen. Und wir haben auch beide Kartuschen, heißt einmal Nanofilter und einmal den Aktivkohlefilter. Die beiden Filterkartuschen habe ich mir jetzt
habe ich einmal komplett neu bestellt. Das heißt, der wird jetzt auch einmal in dem Zuge komplett frisch gemacht. Alpfilter hat uns damals unterstützt mit dem Filter. Diesmal alle Kartuschen selber gekauft und ja, sind überzeugt von dem System einfach. Wir nutzen das schon die ganze Zeit und immer. Wir machen das ja so, dass sozusagen der Wasserhahn, der hier eine Mischbatterie hat, dass wir auf Warmwasser immer das ungefilterte Wasser haben und auf dem Kaltwasser haben wir dann das gefilterte Wasser. So nutzen wir den Filter halt nicht immer und verbrauchen ihn auch nicht so schnell. Und gerade so, wenn wir kochen oder sowas, dann benutzen wir halt das ungefilterte Wasser. Genau, so sieht es bei uns aus. Der wird jetzt noch ausgetauscht und dann testen wir den Boiler mal. Wie der Thumbnail schon verrät, ist es jetzt tatsächlich so, auch der Boiler, der uns zugesandt wurde, funktionierte leider nicht. Ich habe dem eBay tatsächlich nochmal geschrieben und auch gesagt, dass ich mich ein bisschen darüber geärgert habe, weil ich ihm meine oder unsere Situation geschildert habe, dass wir gerade in Griechenland sind und dringend quasi einen Boiler brauchen, der funktionstüchtig ist. Er sagte, er hat den im März bei sich ausgebaut und ja, natürlich kann das durch die Standzeit gewesen sein. Und zwar der Ventilkörper an dem Boiler, der quasi die Freischaltung macht von dem Gas, also dass die Gaszufuhr freigeschaltet wird, der hat nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt ohne Ende gestern wieder rumgebastelt hier und so und habe das eben in dem Zuge rausgefunden. Und dazu kommt noch, dass der Ventilkörper von unserem alten Boiler nicht in diese neue Generation reinpasste. Das heißt, auch den musste ich neu organisieren. Zum Glück stehen wir hier direkt an dem Megastore, also an dem Campingladen. Somit konnten wir sowas organisieren. Und jetzt funktioniert der Boiler endlich. Wir sind sehr, sehr froh darüber. Wir haben gestern schon richtig schön warm geduscht. Das Wasser wird jetzt wieder warm. Es funktioniert wieder einwandfrei. Und wir sind einfach nur glücklich, dass wir wieder warmes Wasser haben. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Es war ja diesmal ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher alles. Ein bisschen mehr gequatscht in dem Video. Also, wenn euch das gefallen hat, gerne mal in die Kommentare damit. Dann können wir das die nächsten Male auf jeden Fall auch so machen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!